Thematik und dann weiter mit 75 oder mit 90 PS und als Carrera mit 100 PS unterwegs gewesen. Und hier, wie gesagt, in seiner frühen, in seiner ursprünglichen Form, in den ersten Buchstaben des 356er, also das A-Modell. Viel Spaß weiterhin. Dann noch der eine Lüftungsschlitz für den Motor hinten, aber auch hier schon die Auspuffrohre durch die entsprechenden Hörner an der Stoßstange umgebaut. Wir müssen mal wieder mit dem einen Lautsprecher, es gibt ja ein bisschen Rückkupplung, wenn du vielleicht etwas umdrehen könntest. Ja, wie gesagt, ich gucke gar nicht mehr auf die Uhr, die Hälfte der Veranstaltung ungefähr ist vorbei, aber ich glaube, an schöner Art und Weise, am Freitagnachmittag und am Wochenende einzuladen, wie hier bei der Heidelberg Historik, gibt es eigentlich gar nicht, dass man einmal schon mal in ein sonniges Wochenende mit so vielen historischen Fahrzeugen hinein begleitet wird. Das gibt es nur einmal im Jahr, nämlich dann, wenn es wieder die Zeit der Heidelberg Historik ist. Sollten Sie jetzt Freunde haben, die sagen, Mensch, mein Freund, der ist so ein Ultra begeistert, der muss heute noch arbeiten, dann kann ich nur sagen, morgen nach Neckarsulm fahren, ist ja nicht so weit weg von hier. Dort im Audi-Forum sind wir um 12 Uhr, dort können Sie nochmal alle Fahrzeuge wiedersehen. Startnummer 15, eigentlich ein anderes Fahrzeug genannt, aber im schönen 911er angekommen. Es sollte der Aero Speed werden, wurde der 911S. Herzlich willkommen an Harald und Ricardo Göstl, die hier mit ihrem Wagen unterwegs sind, in der schnellsten Variante des 911ers seiner Zeit. Also 180 PS, je nachdem, da ist den S mit 2 Liter, mit 2,2 und später auch mit 2,4 Liter Hubraum. Startnummer 97 kommt herangefahren, ein 300 SL, jetzt aber der erste in der offenen Variante. Das Thema Flügeltür haben wir soweit schon abgefeiert und gesehen. Jetzt kommt der erste Roadster, den gab es nicht wahlweise, also offen oder zu, sondern erste Flügeltürer. Und danach, ab dem Jahr 1957, dann der offene Wagen, wie wir hier noch einmal sehen, von Hermann Traus gefahren, die auch ein extra für extra Mobil auf der Beifahrerseite, schon mit den Scheibenbremsen, das spricht für eine späte Variante, die in dieser Form bis 1961 gebaut wurde. 3 Liter Hubraum, Alu-Motor, Einspritzanlage. Schauen Sie sich mal die Anzahl der entsprechenden Uhren an, die der Jochen extra da immer zu bedienen hat. Mit Startnummer 80 kommt er angefahren, ein weiterer Triumph zu J3R. Schauen Sie mal dieses schöne Gesicht hier vorne an. Lächelt das nicht so ein bisschen? In Vietnam sind das auch die Amerikaner, the $1 million grin, das 1-Million-Dollar-Grinsen. Und man hatte mit diesem Auto schon so viel Devisen, so viel Dollars nach England zurückgebracht, dass man dem Wagen auch so ein grinsendes Gesicht verschafft hat. Das sind das Wagen von Michael Wolf und Gerda Jennecke auf der Beifahrerseite der Triumph TR3A, das im Jahre 1960. Na, das Jahr, als die Goldene Palme in Cannes an einen Film verliehen wurde, der hieß La Dolce Vita, und in diesem La Dolce Vita-Film spielte Marcello Mastroianni mit und auch Anita Ekberg. Und der Marcello Mastroianni fuhr in dem Film La Dolce Vita ein